Liebe Freunde, was geht? Ich begrüße euch zu Blade and Soul, ein Spiel, was ich bei Tamiro um Nordi entdeckt habe im Stream, als der Nordi sich seine Glatze rasiert hat. Erstmal Big Up für den Nordi, finde ich richtig nice, die Aktion. Und ich habe mir das Spiel direkt mal runtergeladen. Wie ihr merkt, ich bin ein bisschen krank, ein bisschen angeschlagen, liebe Freunde. Egal, also ich habe auf jeden Fall mir einen Charakter erstellt, hier so ein Wolverine, ich weiß nicht, warum er diesen Pimmel im Gesicht hat, ich habe keine Ahnung, liebe Freunde, es ist ein Wolverine, den ich hier habe, ja, nein, es ist ein Schurke, Nachtklinge nennt er sich hier in diesem Game und hat so die Fähigkeiten, die so jeder Schurke hat, ne, unsichtbar machen, vergiften, die Stars, Ananas. So, ich bin auf zwei Servern aktiv. Wir haben einmal den Frostgipfel und Windweide. Das ist der, wo der Nordi und der Tamiro etc. pp. Alle am Start sind, um eine große Allianz zu bilden und alles wegzurasieren. Ich hoffe, die lassen mich einmal mitspielen, ja. Ich hoffe, die lassen mich mal mitspielen. Bitte. Mal diese Ladezeit. So, hier ist ein Event, das endet in 2 Tagen, liebe Freunde. Das ist hier so ein Glücksrad, ja, so ein, da kann ich jetzt mal drehen, hier, Drehungen übrig, 2 habe ich. Und dann haben wir hier so eine so ein Weg, ja, wie auf einem Spielbrett, um Items zu farmen. So, 5 Schritte, das gefällt mir. Und was haben wir bekommen? Wir bekommen auf jeden Fall Loot. Ich will Loot. Ja, wir haben ein Entsiegelt-Talisman bekommen und Aufwertungstalisman der Hongmoon. Das ist der Clan, dem wir angehören, glaube ich. Ne? Da hat er alles gestartet. Wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze startet und sowas alles, ne, dann müsst ihr mal beim Tamiro vorbeischauen. Der hat nämlich vom Anfang an mit Charakter erstellen und alles von Anfang an gemacht. So. Ja, euch verbleiben noch 59 Minuten, bla bla bla, blub blub blub. So, vorab erstmal seht euch mal die Scheißgrafik an. Seht euch diese Scheißgrafik an, das ist alles mein Monitor schuld. Aber Big Up, das ist meine erste PC-Aufnahme, liebe Freunde. Dafür muss ich jetzt erstmal eine 1 in die Kommentare bekommen, ja. Big Up, Makatze, erste PC-Aufnahme. Normalerweise bin ich ja nur so ein Konsolen-Junk. So, hier, ihr tanzt den Boogie mit mir. Tanz den Boogie mit mir, die ganze Nacht. Tanz den Boogie mit mir. Yeah, yeah. Tanz den Boogie mit mir, die ganze Nacht. Big Up. Okay. So, das ist mein Messer, Bruder. Damit werden wir rasieren. Sikera Mamanako. So werde ich dich abstechen, Junge. So, mit Benzin, Bruder. Yeah. So, also, wir schauen mal, was wir hier machen können. Ich habe auf jeden Fall eine Quest auf der Karte. Ja, was haben wir denn da? Sieht nach Bossfight auf. Der Albtraum. Katze. Bist du jetzt? Nein, sei ruhig jetzt. Ich muss hier mein Spiel machen. So, Bossfight, bla bla. Ja, so, Loot, finde ich gut, machen wir. Und dann machen wir doch direkt mal den Boss platt, ne, liebe Freunde. Dann machen wir doch direkt mal den Boss platt. Hüah, schön darunter schweben, das finde ich sehr geil mit dem Schweben. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Und da warten sie schon alle. Seht ihr, wie sie alle auf den Boss warten? Die ganzen Geier. Ihr Geier. Oh yeah, tanz den Boogie mit mir. Tanz den Boogie die ganze Nacht, yeah. Skelle Mamanacke. Das ist mein Messer, Bruder. Wo bleibt der denn? Ich will den Boss legen. Das ist mehr so ein Mini-Boss-Kampf. Das ist jetzt nichts Tolles. Da ist er doch. Ja, und drauf, alles drauf, was geht. Boom. Slack, zack, schlitz, schlitz. Schlapp, schlapp, Bonbon, klapp. Zack, zack. Easy. Easy. Das ging ja ganz schnell und gib mir den Loot. Loot, gib mir Loot. So, 2 Essenz des Persia Jungies. Oder Jungies oder Jungies. Ja, okay. Wir haben einen Brief. Ja, klicke. Was haben wir hier? Ich glaube, ich werde krank. Besser Abstand zu mir. Ja, bla. Ah, interessiert keinen hier. Interessiert keinen. So. Dann würde ich mal sagen, unsere Hauptquest, die wir hier rechts in unserer Spalte haben, beim Fischen, findet Dojun in der Bucht des Walgesangs. Und das ist nämlich hier, düster Schlackenwald. Da müssen wir hin.
düster Schlackenwald. Also ein Schlacke hier, ne? Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich muss dem Tamiro auf jeden Fall erstmal recht geben. Die Aufmachung, die und so, das hier, das sieht nice aus auf jeden Fall. Ich habe das bei denen nämlich im Stream gesehen, für die Krebshilfe, bei der geilen Aktion, wo der Nordi sein, hier sich die Glatze rasiert hat. Geile Aktion auf jeden Fall, fand ich sehr nice. Und das Spiel hat mich überzeugt. Ich habe es mir direkt geladen, wie so ein Suchti, und bin jetzt halt voll hart am Suchten. Ich bin ein bisschen vergiftet, das ist aber kein Problem. So, und was bist du? Ein Wiedergänger. Zack, boom, und jetzt, boah, auf die Fresse. Sowas gefällt mir immer, sowas ist geil, weil es einfach nur sinnlos draufmetzeln, schlachten und, naja, rasieren, ne? So, der hat hier was gedroppt, das ist so ein, ja, eine Kugel, okay. Die können wir auf Gegner werfen. Manche lassen Bomben fallen, manche diese Kugeln, und dann sind die halt so kurz verwirrt, gestunt oder was auch immer. Ja. Was ist denn da vorne los? Da geht irgendeine Action. Ja, den mach ich doch mal jetzt. Boom! Okay, das hat jetzt nicht viel gebracht. Bam! Mit Benzin haben wir nachgehalten. So sieht's aus. Zack, Schlitz. Loot, gib mir den Loot. Looten und leveln. Das muss drin sein in einem Ich hab einen Quest-Gegenstand erhalten. Bleibt in Formation, Ferkel. Ich könnte natürlich jetzt mit meiner Feuerrune, die ich auf dem Boden machen kann, uns lecker Spanferkel zaubern hier, ne? Habt ihr Hunger, liebe Freunde? Sollen wir Spanferkel essen? So, Freunde, wir sind an der Viridian-Küste. Ja, wir sind im düster Schlackenwald. Finde ich gut. Schauen wir mal, was es hier so zu tun gibt. Wundert euch nicht, wenn ihr manchmal so ein bisschen so ein Miauen hört. Das ist mein Kater, der macht gerade Faxen hier im Hintergrund. Bist du? Hey, was ist los mit dir? Wie steht's ruhig, ja? Okay. Der meckert nur, weil die Rollos unten sind. Sonst blendet das Licht hier so rein. Ich lebe hier wie so ein Vampir. Naja, egal. Wir sind in der Bucht des Walgesangs. Okay. Und jetzt? Keine Gegner, kein gar nichts. Nichts los hier. Was haben wir da? Verletzter Dorfbewohner. Ach, den sollten wir mal helfen, oder nicht? Dem sollten wir doch mal helfen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Meine Familie, rettet sie her! Okay, was ist geschehen? Sie verwandelten sich! Das klingt doch nach Zombies! Ich mag Zombies! Oh ja! Oh ja, das sieht nice aus. Dojon, der Killer. Killer. Okay, alles klar. Ich weiß, was zu tun ist. Los, jetzt geht's los. Wir wollen Zombies metzeln. Jetzt geht's los. Der Retter naht. Ich komme. Slap. Direkt draufgehen. Wir müssen hier dieser armen Frau helfen. Wir metzeln erstmal hier so richtig schön durch. Richtig schön durchmetzeln. Zack. Slap. So. Ah, das gefällt mir so an einem Schurken. Die sind so schnell und flink und unsichtbar und vergiften, und die sind schon echt nice. Ja, normalerweise spiele ich gerne in MMOs so einen Tank, ja, einfach rein, drauf, rein, orzen, was geht, gib ihm, ja, schieb ihm so richtig schön, so richtig rein, ja, und diesmal habe ich mich hier für einen Schurken entschieden,
Der macht eigentlich auch ziemlich Bock hier. Also die Fähigkeiten sind nice, die Angriffe sehen geil aus. Die Kombos, die ihr machen könnt, sind auch richtig, richtig nice. Und bis jetzt hatte ich noch keinen fetten Boss. Ich hoffe, das wird sich nachher mal irgendwie ändern. So, hier nochmal. Zack. Und schlapp, schlapp. Vergiftet. Zack. Nice. Okay, wir haben unsere Hauptquest. Sehen wir gerade auf der Minikarte. Findet Dojoon in der Bucht des Wahlgesangs. Machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. So, da ist er doch. Ich komme zur Hilfe, Manika. Zack, zack. Zack, keiner fickt mit meinen Homies. Zack, zack. Zack. Sehr nice, das gefällt mir sehr gut hier. Das gefällt mir sehr gut. Zack, schlapp. Zack, zack. So, wir müssen irgendwas machen hier. Helft verzweifelten Dorfbewohnern. Okay. Habe ich doch gerade schon gemacht. Wollen die jetzt, dass ich das hier nochmal mache? Schlapp. Ah, das ist so geil, die einfach hier so abzumetzeln. Ich kann es nicht sein lassen. Zack. Mit meinem Messer, Bruder. Okay, dann gehe ich mal hier irgendwie so einem Dorfbewohner helfen. Ich komme zur Hilfe. Ja, ich muss wieder so einen Dorfbewohner hier befreien. Zack, boom. Zack, zack. Okay, dann, und jetzt? Oh, ei. Oh, ich hatte solche Angst. Auf einmal, Kind, du brauchst doch keine Angst haben. Und du? Bei der kann ich nichts machen, glaube ich, oder? Nö, geht nicht. Geht nicht. So. Zäh, zäh. Lass die alte Frau in Ruhe. Du Unhold. Ist doch alles gut, Emma King. Ist doch alles gut. Ich hatte solche Angst. Ja, ich hab dir doch geholfen, Emma King. So. Da oben geht's weiter. Bigger, ich komme. Ich komme zu dich gefliegt. So, wie heißt der? Gungwon. Hey, ihr da vorn. Was denn? Oh, oh, jetzt hab ich mich gedrückt, scheiße. Ja. Mhm. Okay. Seltsamer Nebel aus dem Sand aufstieg und die Leute in diese Dinger verwandelte. Alle rannten um ihr Leben, alle außer diese komische große Frau, die in einer Strandhöhle verschwand. Ich schätze, sie ist blass, ganz in Schwarz. Warum? Aha, aha. Nö. Ich werde mir jetzt diese Frau angeln. Die mach ich platt. Den gebe ich erstmal. Das riecht doch schon wieder so nach einem Bossfight. Es schnuppert nach Bossfight. So, erstmal hier. Zack, zack. Ich muss sie einfach. Ich meine, die Gegner spawnen sowieso immer wieder. Zack. Trotzdem macht das einfach Bock, die einfach so richtig schön niederzumetzeln mit den geilen Fähigkeiten hier. Und ich glaube, wir müssen hier in die unreine Grotte rein. Hier in dieses Häuschen. Sieht auf jeden Fall so aus. Ja, da müssen wir rein. Es sieht vielversprechend aus. Was? Was? Hast du Mucken oder was? Hast du Mucken hier? Spüre mein Messer. Ups, jetzt habe ich eine Rune gesetzt. Fuck up. So, unreine Grotte. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ich bin es auf jeden Fall. Let's go. Geil. Ein riesiger Schritt. Jetzt habe ich Hunger auf die Scheißdinger. So ein fettes Ding müsste man auch mal fressen, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr so einen fetten Schrimm schaffen würdet. Also, kannst du dich ja richtig mit dem Körper durchfressen wie eine Made im Speck. Und wer ist er hier? Finsterblick. Oger? Oder wie heißen die? Das konnte ich jetzt gerade nicht lesen. Finsterblick. Ogerit. Ogerit. Das sind aber auch richtig schäbige Dinger, ja? Da hat die Mutter Natur sich aber wieder mal einen Streich erlaubt mit den Scheißviechern hier. Die sehen so robust aus, gehen aber doch relativ gut platt. Zack. Ja, und die abziehen tun die uns jetzt auch nicht wirklich viel. Knockdown. Ah, so gefällt mir das.
der nächste. Erstmal vergiftet und jetzt wieder richtig schön den Hintern versohlen hier. Oh, noch einer. Aber die lassen zum Teufel nichts droppen hier. Dabei könnte ich echt mal so ein bisschen geileren Shit gebrauchen. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass wir noch so ziemlich am Anfang sind. Ich denke mal, Kapitel 11, ist das Anfang noch? Ich weiß ja nicht, wie viele Kapitel es überhaupt gibt. So, was haben wir denn da? Da ist doch die Frau. Ihr seid am Leben? Siehst du doch, Bitch. Ich habe mich geirrt. Achso, ich habe mich nicht geirrt, steht da. Das ist alles so kleinig. Dieser Monitor ist so zum Kotzen. Was macht die mit mir hier? Warum bin ich so gestunt? Hahaha. Du hast nichts mehr zu lachen, wenn ich dir den Hinter versohle. So, ich habe noch 8 Sekunden, bin ich hier gestunt. Sehe ich gerade. Oh ja. Oh, was erblicken meine Augen da? Oh, wer bist du denn? Jawohl, wir haben eine Bossfight. Gib ihm. Geil, Alter. Rein da, rein da, von hinten. Zack, zack, zack. Gib dem den. Wir kriegen jetzt erstmal einen Boom, Armenacker. Zack, zack. Wir haben ihn fast platt. Mein Gott, der ist ja... Oh mein Gott. Das ist doch keine Herausforderung hier, ja? Das ist doch keine Herausforderung. Den mache ich mit meinem Standardschlag fertig. Das ist ganz easy hier. Zack, zack, Metzel, 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 Metzel. Boom. Ich glaube, das war's, oder? Sprecht mit, wie heißt der nochmal? Doju. Doju. Hey, alles in Ordnung. Doju. Bin ich aber. Bitch. Und jetzt? Was willst du tun, Nigga? Mhm. Sie hatte ihre Hand im Spiel. Wir müssen fliehen, okay. What the fuck? Ich hab einen Flammenwerfer, Alter. Ja, ah, okay, der schießt nicht durchgehend. Schade. Egal, Alter. So, heute gibt's Schrimps, Freunde. Geil, Alter. So, wer hat denn Bock hier auf gegrillte Schrimps, liebe Freunde? Die gibt's heute im Angebot gratis hier. Ich verteile nämlich ein paar Schrimps. Das Ding ist echt geil. Kann ich das jetzt immer behalten? Das ist die Frage, ob ich das jetzt immer behalten kann oder ob das jetzt nur so ein Questgegenstand ist, den ich ihm nachher wiedergeben muss. Ich will den nicht wieder abgeben. Wir können hier nämlich jetzt so richtig schön fett rasieren. Oder flambieren, sage ich mal lieber, ja? Wir flambieren hier richtig ordentlich jetzt. Nice. Zack, du auch. Und du? Auch. Was? Kleine Mistviecher hier, der. So kleine Mistviecher, ne? Die kann ich gar nicht ab. Zack. Hat er sich jetzt selbst um? Ah, scheißegal. So, da ist auf jeden Fall ein Buff aktiviert. Was ist denn das für ein Buff hier mit dem... Was ist da? Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay. Den Stern. Oben diesen goldenen Stern. Ich spreche mit Dojun. Ich habe doch gerade mit dem geredet. So, was wollt ihr von mir? Das kann doch nicht wahr sein hier. Wie schnell war der denn da? Seid ihr verletzt? Mann, wir brauchen das alles gar nicht wissen. Los, Level up. Stufe 11 erreicht. So sieht's aus. Wir haben einen Brief bekommen. Oh, das ist von einer Trainingseinheit. Von unserem Kollegen hier, von einem Bruder von uns hier. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Trainingsraumzeit. Dieses Mal habe ich einen Raum in der erschöpften Goldmine vorbereitet. Okay, klingt nice. Okay, annehmen. Sauber, jetzt haben wir Der Weg der Nacht klingelt Teil 4. Tanz Boogie mit mir. Tanz Boogie die ganze Nacht. Tanz Boogie mit mir. Tanz Boogie die ganze Nacht. Yeah, 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 yeah. Okay, liebe Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt ein Päuschen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Vielleicht ist da mal der Nordi, der Tamiro oder sonst wer von euch dabei. Ich bin auf jeden Fall auf dem Server Windweide. Kommt drauf, zockt mit mir. Bis zum nächsten Mal. Ich liebe euch alle. Tschüss.